Hey, es ist so cool, dass du da bist. Schön, dass du heute Morgen eingeschaltet hast zu unserer YouTube-Premiere. Und ich hoffe, es geht dir gut. Und ich hoffe, du hast dich vorbereitet. Du hast dein Herz vorbereitet für diesen Gottesdienst jetzt, für diese Predigt und bist bereit jetzt, dass ich zu dir sprechen darf, weil ich glaube, dass jede Predigt nur so gut ist, wie sie aufgenommen wird. Also wenn ich hier die beste Predigt abhalte und aber niemand ist, der mit einem offenen Herz zuhört, dann bringt das Ganze nichts. Von dem her will ich dich ermutigen, dass du dein Herz aufmachst für das, was jetzt heute kommt. Und ich möchte heute über ein richtig spannendes Thema sprechen, und zwar zu dem Thema Begegnung mit Gott. Begegnung mit Gott, das ist der Titel der heutigen Predigt, einfach weil ich glaube, dass Begegnung mit Gott so ein wichtiges Thema ist. Dass das für unser Leben so einen großen Unterschied macht, ob wir ein Leben führen, in dem wir immer in Beziehung mit Gott leben und in dem wir immer wieder Gott begegnen. Weil das Christentum ist keine Religion mit einem fernen Gott, der weit weg von uns ist, der kein Interesse an dir hat oder dem du egal bist und dem du irgendwas beweisen musst durch die Art und Weise, wie du dein Leben führst. Sondern ich glaube an einen Gott, der ein großes Interesse an uns hat. Ein Gott, der dich geschaffen hat, ein Gott, der dich sieht, dem du wichtig bist und der dich liebt und der es liebt und eine Sehnsucht danach hat, in dir mit Beziehung zu leben. Das ist der Gott, an den ich glaube. Ein Gott, der uns sieht und der ein großes Interesse an uns hat und dem wir wichtig sind. Deswegen Begegnung mit Gott, so ein wichtiges Thema. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, Begegnung mit Gott, Beziehung mit Gott zu leben, ist nicht nur ein nice to have, ein cooles Add-on zu unserem Glauben, sondern ich glaube, dass ohne Beziehung zu Gott, wenn wir keine Beziehung zu Gott leben, und eine Beziehung lebt davon, von Begegnungen, dass wir Gott immer wieder begegnen. Und wenn wir so eine Beziehung zu Gott nicht haben, dann können wir unser christliches Leben nicht leben. Dann können wir nicht leben als Christen. Deswegen ist Begegnung mit Gott so wichtig, weil wir sagen, hey, wir wollen Gott kennen. Und zwar Gott wirklich kennen. Nicht nur auf eine Weise, wie du und ich vielleicht irgendwelche berühmten Personen kennen. Wenn mich jemand fragt, ob ich zum Beispiel Angela Merkel kenne, dann sage ich, ja klar kenne ich Angela Merkel. Und damit meine ich, dass ich weiß, wie sie aussieht. Ich weiß, was sie macht. Ich habe sie schon mal im Fernsehen gesehen. Ich weiß, was für Aufgaben sie hat und was für To-Dos sie hat. Ich weiß, was für Dinge sie schon getan hat. Ich kenne Teile ihrer Geschichte. Aber wenn es darum geht, sie persönlich zu kennen, mit ihrem Charakter, mit ihrer Persönlichkeit, dann muss ich da passen, weil ich einfach Dinge über sie weiß, aber sie nicht wirklich kenne, weil ich keine persönliche Beziehung mit ihr führe. Deswegen, wenn es darum geht, Gott wirklich zu kennen, dann ist unser Anspruch, dass wir nicht nur Dinge über Gott wissen, dass wir nicht nur wissen, was er getan hat und wie er ist, sondern dass wir wirklich eine Beziehung mit ihm leben, dass wir ihm immer wieder begegnen und mehr als nur einmal, dass wir ihm immer wieder begegnen und ihn wirklich persönlich kennenlernen. Weil Beziehung entsteht und vertieft sich immer durch Begegnung. Und deswegen ist das Thema Begegnung mit Gott so, so, so wichtig für unser Leben als Christ. Und ich habe 5 Punkte mitgebracht, die mir für heute wichtig sind. Und ich will dich ermutigen, mitzuschreiben, dabei zu sein bei der Predigt, weil ich wirklich glaube, dass es für unser Leben einen Unterschied macht, ob wir ein Leben führen, in dem wir immer wieder Gott begegnen oder halt eben nicht. Deswegen 5 Punkte jetzt zum Thema Begegnung mit Gott. Der erste Punkt ist, du kannst Gott begegnen. Alle Voraussetzungen sind dafür geschaffen, dass du Gott begegnen kannst. Und es gibt keinen Grund, warum du Gott nicht begegnen können solltest. Ich glaube an Gott, der spricht. Ich glaube an einen sprechenden Gott. Ich habe mal in einem Bibelprogramm Begriffe angegeben. Ich habe die Begriffe angegeben, Gott spricht oder der Herr sprach oder das Wort des Herrn geschah oder der Herr ist erschienen. Diese Wörter habe ich mal eingegeben und insgesamt habe ich 1848 Stellen gefunden zu diesen Begriffen, wo es heißt, Gott spricht. Das heißt, Gott ist ein Gott, der es liebt, zu den Menschen zu sprechen. Ein sprechender Gott, ein Mensch, der es liebt, den Menschen zu begegnen und zu den Menschen zu sprechen. Die ganze Bibel, alles, was wir lesen in der Bibel, waren immer Ereignisse, die damit zusammenhingen, dass Gott gesprochen hat und dass er einzelnen Menschen begegnet ist. Wir haben einen Gott, der zu uns spricht und der immer zu uns sprechen will. Ich stelle mir das manchmal vor wie mit so einem Radio. So ein Radiosender, der strahlt ja die ganze Zeit irgendwas aus.
Und ich glaube, so ist es auch mit Gott. Ich glaube, Gott hat immer etwas zu uns zu sagen. Gott schaut unser Leben an und hat immer Dinge, wo er uns ermutigen will, wo er uns neue Hoffnung schenken will, wo er uns wieder auf den richtigen Weg führen will und wo er uns ermahnen möchte. Das heißt, ich glaube, Gott hat zu jedem Zeitpunkt Dinge auf dem Herzen, die er dir mitteilen möchte. Und ich glaube, das ist wie mit so einem Radiosender, der eben durchgehend beschallt. Aber das Entscheidende ist, dass wir unsere Frequenz richtig einstellen. Wir hören hier sind tausende Radiosender, die gerade beschallen, aber die Frequenz von diesem Radio ist nicht richtig eingestellt, sodass wir nichts hören. Das bedeutet für dein Leben und für mein Leben, dass ich glaube, dass Gott immer zu uns sprechen möchte und uns immer Dinge zu sagen hat, aber wir uns einfach immer wieder richtig einstellen müssen, dass wir uns immer wieder auf Gott fokussieren müssen und unsere Frequenz richtig einstellen möchten. Gott kann immer zu uns sprechen, aber wir als Empfänger, wir müssen uns immer wieder in die neue, richtige Einstellung hineinbegeben und unsere Frequenz auf Gottes Reden anpassen. In Johannes 10, 27, da heißt es, meine Schafe hören meine Stimme. Und mit meine Schafe, damit sind wir gemeint. Sind die Menschen gemeint, die zu Jesus gehören, die Menschen, die an Jesus glauben. Und wenn du zu Jesus gehörst, wenn du dich für Jesus entschieden hast und du ihm nachfolgst, dann kannst du seine Stimme hören. Dann möchte Gott zu dir sprechen und du kannst seine Stimme hören. Wir können Gottes Stimme hören, weil Jesus unser Hirte ist. Weil wir diese Schafe sind, wovon hier die Rede ist. Und jetzt sagst du aber vielleicht, ja Josua, aber in meinem Leben zeigt sich das irgendwie anders. Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Ich erlebe es nicht, dass Gott zu mir spricht oder dass ich Gottes Stimme höre. Und da möchte ich dich ermutigen, dass nicht deine Erfahrungen deine Realität bestimmen, sondern dass das Wort Gottes deine Realität bestimmt. Dass das, was du in der Bibel liest, dass das der Maßstab für dein Leben ist und dass das deine Realität ist. Und wenn die Bibel sagt, meine Schafe hören meine Stimme, dann will ich dich ermutigen, darauf zu vertrauen und an dem festzuhalten und das zu glauben, dass Gott zu dir sprechen möchte und dass du seine Stimme hören kannst. Weil wir sind würdig, Gottes Stimme zu hören. Wir sind nicht zu unwichtig oder zu unwürdig oder zu schlecht, um Gottes Stimme zu hören. Nein, wir sind würdig, du und ich, wir sind würdig, Gottes Stimme zu hören. Und zwar nicht aufgrund von dem, wer wir sind oder aufgrund von dem, was wir tun, sondern einzig und allein aufgrund von dem, was Jesus für uns getan hat. Wir sind würdig, Gottes Stimme zu hören, wegen dem, was Jesus für uns getan hat. In Hebräer 10, 19, da lesen wir, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet, durch den Vorhang hindurch. Das heißt konkret, durch das Opfer seines Lebens hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, ein Weg, der zum Leben führt. Als Jesus am Kreuz für dich und für mich, für deine und meine Schuld gestorben ist, hat er einen Weg zu Gott, zu Gottes Heiligtum, zu Gott, unserem Vater, eröffnet. Ein Weg, der vorher noch nie da war. Jesus sagt selbst von sich, ich bin der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus und das, was er getan hat, das hat uns einen neuen Weg bereitet, bei dem wir zu Gott kommen können, in dem wir Zugang haben, wie es hier heißt, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Im Alten Testament war Gottes Heiligtum der Ort, wo Gottes Gegenwart war, also wo Gott gegenwärtig war, wo Gott anwesend war. Und zu diesem Gottes Heiligtum hatten ganz, ganz, ganz wenige Menschen Zugang. Die einzigen, die sich nur stückweise nähern durften diesem Gottes Heiligtum, waren die Priester. Und selbst diese Priester hatten nicht einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Und hier sagt die Bibel in Hebräer 10, 19, wir haben einen freien und ungehinderten Zugang zu diesem Gottesheiligtum. Das heißt, durch Jesus können wir in Gottes Gegenwart kommen. Also nochmal mein erster Punkt, du kannst Gott begegnen. Du kannst Gott begegnen. Mein zweiter Punkt ist, du wurdest für Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Du wurdest für Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Wenn wir in die Bibel schauen, ganz am Anfang, dann sehen wir den ultimativen Plan für die Menschheit, für die Welt, so wie Gott sich das gedacht hat. Und Gott hat einen schönen Garten geschaffen, hat den Menschen erschaffen, Adam und Eva. Wir lesen da ganz am Anfang die Geschichte von ihnen. Und er war mit ihnen, er hat mit ihnen in Gemeinschaft gelebt. Das heißt, das natürliche Umfeld von einem Menschen ist die Gegenwart Gottes.
Wir Menschen sind dafür geschaffen, um in Gegenwart Gottes zu leben. Wir sind für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Und dann wissen wir aber, wie es weitergeht in der Bibel. Die Sünde kam in die Welt. Und weil die Sünde in die Welt kam, wurde diese Gemeinschaft wie so zerrissen. Da kam ein Riss in diese Gemeinschaft, und die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen, die davor bestand und die der Sinn von allem war, die wurde zerstört und aufgelöst. Und seitdem lebt der Mensch nicht mehr in seinem natürlichen Umfeld, für den er eigentlich geschaffen ist. Seitdem die Sünde in die Welt kam und seitdem wir nicht mehr in Gemeinschaft mit Gott leben, haben wir eine Sehnsucht in uns, die nicht mehr erfüllt wird, weil wir nicht mehr in dieser Gemeinschaft mit Gott leben. Und deswegen würde ich den Sündenfall auch gar nicht so stark als Sündenfall bezeichnen, sondern als einen riesigen, dramatischen Verlust. Ich finde, Verlust ist der perfekte Ausdruck, um das zu beschreiben, was da passiert ist. Wir haben unser natürliches Umfeld, die Gegenwart Gottes, wir haben sie verloren. Und deswegen würde ich behaupten, dass der Sündenfall der tragischste Verlust der gesamten Menschheitsgeschichte war. Der Sündenfall, dieser Verlust war der größte und tragischste Moment der ganzen Menschheitsgeschichte. Weil einfach was sehr Schlimmes passiert ist. Wir Menschen wurden vertrieben aus diesem natürlichen Umfeld, für das wir eigentlich geschaffen worden sind, nämlich die Gemeinschaft mit Gott. Wir sind dafür geschaffen, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und weil nun dieser Mensch aus seinem natürlichen Umfeld, für das er eigentlich geschaffen ist, vertrieben wurde, begann dieser Sterbensprozess. Ja, also wenn wir zum Beispiel einen Fisch oder ein anderes beliebiges Meerestier einfach aus seinem natürlichen Umfeld, also aus dem Wasser ziehen, an Land, an ein Umfeld, wo er nicht für geschaffen ist, dann wird dieses Tier sterben, weil es einfach nicht das hat, was es braucht. Und wir Menschen sind für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Und deswegen sehnt sich jeder Mensch nach einem Frieden, nach einer Geborgenheit, nach einer Liebe, die wir eben nur bei Gott finden können. Es ist wie so, als hätten wir so ein Loch in unserem Herzen, und dieses Loch kann nur Gott füllen. Und diesen Frieden, nach dem wir uns sehnen, den werden wir nirgendwo finden außer bei Gott. Den werden wir nicht in unserem Ehepartner finden, den werden wir nicht in dem besten Beruf finden. Diesen Frieden, nach dem wir uns sehnen, den bekommen wir nicht durch einen Kontostand, durch eine Karriere. Diesen Frieden, den werden wir auch nicht in der Kirche finden, in einem Gottesdienst. Diesen Frieden, den werden wir auch nicht in einer Freundschaft stillen können oder auch nicht im Yoga, auch nicht in Alkohol oder Drogen, sondern nur Gott kann uns diesen Frieden geben, nachdem wir uns so sehr sehen, weil wir eben geschaffen wurden für diese Gemeinschaft mit Gott. Wir wurden dafür geschaffen, in Gottes Gegenwart zu sein. Mein erster Punkt war, du kannst Gott begegnen. Mein zweiter Punkt war, du würdest für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Und für meinen dritten Punkt habe ich euch ein Video vorbereitet, und das dürft ihr euch jetzt anschauen. In diesem Video möchte ich dir erklären, wie du zu jeder Zeit, an jedem Ort, unter jedem Umstand definitiv Gottes Stimme hören kannst. Und ich werde dir versprechen, wenn du gut zuhörst, ich habe letztens genau das umsetzt, was ich sage, dann wird es dein Leben komplett radikal verändern. Der erste muss darüber zu reden. Das waren die drei Punkte, und ich werde dir versprechen, wenn du die in deinem Leben umsetzt, dann wirst du zu jeder Zeit Gottes Stimme hören. Und ich hoffe, ich konnte durch dieses Video dein Leben bereichern. Ich wünsche dir jetzt weiterhin viel Spaß mit der Predigt. Ich glaube, dass es mit der Begegnung mit Gott, mit Gottes Reden manchmal genauso ist wie in diesem Video. Dass Gott uns Dinge zu sagen hat, die für unser Leben wirklich wichtig und relevant sind. Aber wir oft, so oft mit verschiedenen Einflüssen einfach geprägt sind, dass wir uns oft so viel Konsum aussetzen und so viel füllen mit irgendwelchen Dingen dieser Welt, dass wir nicht zur Ruhe kommen und einfach mal Gottes Reden zuhören. Mein dritter Punkt ist, Gott begegnet in der Stille. Und da heißt im Psalm 46, Vers 11, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Andere Übersetzungen sagen auch, lasst ab,
hört auf mit euren Kriegen. Der Kontext von diesem Psalm ist, dass da Nationen Kriege herrschen und keinen Frieden haben, sondern gegeneinander ankämpfen. Und Gott sagt, hey, lasst ab, hört auf mit euren Kämpfen, hört auf mit euren Kriegen, hört auf mit euren Bemühungen, euren Motivationen, euren Anstrengungen, sondern schaut auf mich, hört auf, werdet still, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Deswegen mein dritter Punkt, Gott begegnet in der Stille. Ich glaube, wenn wir unsere Gedanken frei machen und uns mal von jedem Einfluss abkapseln, uns Orte schaffen, in denen wir nicht von irgendwelchen Nachrichten oder Musik oder irgendwelchen Fernsehsendungen oder was weiß ich konfrontiert sind und es konsumieren, in diesen Momenten können wir Gottes Stimme wahrnehmen. Wenn wir unsere Gedanken frei machen und Gott einladen, dass er uns jetzt füllen darf, dann werden wir seine Stimme hören. Und vielleicht fragst du dich manchmal, wieso du Gottes Stimme nicht so oft hörst, wieso du sein Wirken in deinem Leben nicht siehst, oder du wünschst dir und du sehnst dich danach, dass Gott in deinem Leben wirkt und in deinem Leben Veränderung bringt und in dein Leben hineinspricht und dich ermutigt oder ermahnt. Und dann möchte ich dir die Frage zurückstellen, hey, was tust du dafür? Was tust du dafür, dass du Gottes Stimme hören kannst? Weil ich glaube, wenn uns eine Sache wichtig ist, dann müssen wir es einplanen. Und deswegen ist mir so wichtig dieser Punkt, dass Gott uns in der Stille begegnet, dass wir uns zeitlich und örtlich so Orte schaffen, wo wir uns von allem abkapseln können, wo wir uns einfach auf Gott konzentrieren können. Und deswegen möchte ich dich fragen, hey, zeigt es sich in deinem Terminkalender, dass du eine Beziehung zu Gott lebst? Zeigt es sich anhand deinen To-Dos, dein Termin, dass du eine Beziehung mit Gott fühlst, dass du Gott begegnen möchtest, dass du immer wieder Begegnungen mit Gott hast? Ich glaube, das ist so einfach so wichtig und entscheidend und für unser Leben ist und dass es einen Riesenunterschied macht, wenn wir uns immer wieder regelmäßig Zeit nehmen, in denen wir Gott begegnen können. Ich habe einen sehr guten Freund, der seit vor einiger Zeit weggezogen ist, der wohnt in Marburg. Und als er noch hier in der Nähe gewohnt hat, haben wir es wirklich geliebt, regelmäßig Zeit miteinander zu verbringen, uns auszutauschen, einfach Zeit zusammen zu haben. Und jetzt, wo das nicht mehr möglich ist, haben wir uns überlegt, hey, wie können wir es trotzdem erleben, dass wir trotzdem regelmäßig Begegnung haben und dass dadurch eben unsere Beziehung vertieft wird. Und was wir gesagt haben, wir treffen uns alle 2 Wochen. Am Donnerstag um 16 Uhr telefonieren wir miteinander. Und es steht in meinem Terminkalender drin, alle 2 Wochen, 16 Uhr Telefonat. Und einfach, weil wir uns gesagt haben, ey, es ist uns so wichtig, dass wir es in unseren Kalender reinschreiben, dass wir es uns einplanen, Begegnung zu haben. Und deswegen ist es möglich, dass wir uns austauschen, dass wir uns ermutigen, dass wir in unser Leben gegenseitig hineinsprechen, dass wir für uns beten und dass wir uns gegenseitig einfach stärken dürfen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, hey, plan dir Zeiten ein, in denen du einfach still sein kannst. In denen du dein Handy weglegst, in denen du den Fernseher ausmachst, in denen du versuchst, nicht an deine To-Dos zu denken, in denen du keinen Menschen begegnest, in denen du einfach Zeit hast für Stille. Ablenkungsfreie Zeit. Deswegen will ich dich ermutigen, hey, plan dir so eine Zeit ein. Und plan dir auch so einen Ort ein, wo du weißt, hey, hier stört mich niemand. Aber wir brauchen örtlich und zeitlich einfach einen ungestörten Ort, in dem wir diese Stille erleben können, in dem wir Gott begegnen können. Und ich glaube, dass wenn wir das tun, wenn wir solche Momente der Stille haben, dass es Gott ehrt und dass es Gott liebt und dass er das sieht, hey, dieser Mensch hat wirklich eine Sehnsucht danach, Begegnung mit mir zu haben und dass er uns in diesen Momenten begegnen möchte. Deswegen mein dritter Punkt, Gott begegnet in der Stille. Mein vierter Punkt, Begegnung mit Gott ändert unsere Perspektive. Begegnung mit Gott ändert unsere Perspektive. Und da möchte ich euch wieder mit euch in einen Bibeltext reingehen. Und zwar lesen wir von Hiob. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte mit Hiob kennst. Hiob war ursprünglich ein reicher Mann, ein sehr wohlhabender Mann, der viel Besitz hatte, eine große Familie. Und dann lesen wir aber, dass es weitergeht und nach ihm eins nach dem anderen genommen wird. Und ganz am Ende von diesem Buch, in Kapitel 42, da ist Hiob krank, er hat nichts mehr, er ist allein, seine Freunde haben ihn verlassen, sein ganzer Wohlstand ist weg und er ist einfach allein und ihm geht's richtig, richtig dreckig. Und Hiob betet zu Gott und sagt, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich
ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum gebe ich auf und bereue in Staub und Asche. Also Hiob spricht hier zu Gott und sagt, hey, bisher habe ich nur vom Hörensagen von dir gehört. Also ich habe nur von dir gehört, was mir andere erzählt haben, was ich vielleicht gelesen habe. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du noch nicht wirklich eine Begegnung mit Gott hattest, sondern du einfach nur Dinge über Gott weißt, weil sie andere erzählt haben, weil du sie Dinge gelesen hast. Aber Hiob sagt dir, nun hat mein Auge dich gesehen, nun habe ich dich persönlich wahrgenommen und darum gebe ich auf und bereue in Staub und Asche. Also in dieser Begegnung mit Gott ändert sich diese Perspektive, die Hiob hat. Das Erste, was ist, er erkennt Gottes Größe. Er sagt, hey, nichts, was du dir vornimmst, ist zu groß. Du vermagst alles. Und das verändert auch unsere Perspektive, oder? Das gibt uns doch einen inneren Frieden und eine Gelassenheit und das ermutigt uns, wenn wir auf Gott schauen und sehen, hey, Gott vermag alles. Nichts ist unmöglich bei Gott. Das Zweite, was Hiob tut, ist, er erlaubt ihm, ihn zu lehren. Er fragt Gott, hey, Gott spricht zu mir, ich will dir zuhören, ich will, dass du mich lehrst. Er spricht Gott zu, dass er jetzt zu ihm spricht, dass er ihn lehrt, dass er seine Gedanken füllt. Das Nächste, was passiert, ist, dass er still wird für Gott. Das heißt, er gibt auf. Das ist das, was wir vorher im Psalm 46 gelesen haben. Er wird still, er lässt ab von all seinen Bemühungen, von seinen Kämpfen und er wird einfach still für Gott. Das Nächste, was passiert, ist, dass er die eigene Schuld erkennt. Er sagt, hey Gott, ich gebe auf und bereue in Staub und Asche. Und dadurch kehrt er um auf Gottes Weg. Er sagt, Gott, ich möchte ablassen von meinen Wegen und hingehen auf deinen Weg. Das heißt, diese Bekehrung, die Hiob hier erlebt, die passiert, weil er Gott persönlich begegnet. Und nach diesem Gebet, das Hiob gesprochen hat, ändert sich das Leben von Hiob auf eine dramatische Weise. Sein Leben ändert sich, seine Perspektive und sein ganzes Leben ändert sich, weil er Begegnung mit Gott hat. Mein persönliches Leben hat sich nicht durch eine Predigt oder durch einen guten Lobpreissong oder durch einen guten Vortrag oder durch was weiß ich geändert oder durch ein gutes Buch oder so, sondern mein Leben hat sich durch eine Begegnung mit Gott verändert. Und ich will euch die Geschichte kurz erzählen. Ich war auf einer Jugendfreizeit und dort gab es eine Gebetsaktion mit einem Gebetsraum. Und ich war eben auch eingetragen für diesen Gebetsraum und ich war allein in diesem Gebetsraum. Und das Ganze fand statt in einer Situation, wo ich kein Interesse an Gott hatte, wo mir die Beziehung zu Gott nicht wirklich wichtig war, in denen ich wirklich kein Interesse an Gott hatte und auch irgendwie keine Ambition, da viel was zu ändern. Aber ich glaube irgendwie doch an Gott geglaubt und ich wusste, dass es Gott irgendwie gibt und dass er schon irgendwie noch was vorhat mit meinem Leben. Und ich war in diesem Raum drin, hatte eigentlich keine Lust zu beten. Und was ich gemacht habe, ich war ganz authentisch vor Gott. Ich habe zu Gott gesagt, hey Gott, hier bin ich nun, ich will still werden vor dir. Ich bin ehrlich mit dir, ich habe gerade kein großes Interesse an dir oder an dem, was dein Wort sagt. Aber irgendwie will ich doch eine Begegnung mit dir haben und irgendwie will ich doch, dass sich was verändert. Und in diesem Moment, wo ich ehrlich war vor Gott, wo ich nicht irgendwelche frommen Floskeln gebetet habe, die aber nicht mit meiner Herzenseinstellung wirklich übereingestimmt haben, sondern in denen ich ganz echt vor Gott war, indem ich in diese Stille vor Gott gekommen bin. In diesem Moment habe ich das erste Mal erlebt, wie Gott mir begegnet und ich habe ganz stark gespürt, dass Gott da ist und dass er mich liebt und dass er trotz meinem Desinteresse an ihm ein großes Interesse an mir hat und dass ich ihm wichtig bin. Und in diesem Moment, in dem ich Gott begegnet bin, hat sich mein Leben verändert und ich habe gesagt, hey, ich möchte wirklich Jesus 100% nachfolgen. Ich möchte mein Leben wirklich mit Gott gestalten und ich möchte, dass Gott der Chef, der Herr über mein Leben ist. Einfach weil meine Begegnung mit Gott, meine Perspektive, mein Leben verändert hat. Und der fünfte und letzte Punkt ist, Gott möchte dir begegnen. Gott möchte dir begegnen. Der Gott, der alles geschaffen hat, das ganze Universum, die ganze Welt, alles, was geschieht, alles, was passiert, das ganze Universum und gleichzeitig auch jedes Atom hat Gott geschaffen. Und dieser Gott, der auch jeden Menschen, der jemals gelebt hat,
der möchte dir begegnen. Der sieht dich, er hat dich geschaffen, er hat ein großes Interesse an dir, du bist ihm unheimlich wichtig und er möchte dir begegnen, weil du ihm so unglaublich wichtig bist. So wichtig, dass er seinen Sohn geschickt hat, um am Kreuz zu sterben, um auf eine qualvolle, langsame Weise sein Leben zu verlieren, zu sterben, auf eine qualvolle Weise. So wichtig bist du deinem Gott, der dich geschaffen hat. So wichtig, dass er seinen Sohn ans Kreuz geschickt hat. Und wie oft ist es doch so, dass wir diesem Gott, der sein ganzes Leben für uns gegeben hat, dass wir dem irgendwie unseren Sonntagmorgen geben. Oder vielleicht einfach nur die ersten 2 Minuten vom Tag, indem wir den Vers des Tages lesen. Wie oft geben wir diesem Gott, der sein ganzes Leben für uns gegeben haben, nur so einen mini kleinen Teil in unserem Leben? Und ich möchte dich ermutigen, hey, Gott sehnt sich nach Begegnung mit dir, Gott sehnt sich nach Beziehung mit dir. Und ich möchte dich ermutigen, das anzugehen. Ich möchte dich ermutigen, dir Zeiten zu schaffen, in denen du einfach still sein kannst für Gott, indem du Gott einlässt, hey Gott, begegne mir. Indem wir uns von diesem Frieden, den nur Gott uns geben kann, indem wir uns von diesem Frieden füllen lassen. Und ich weiß nicht, ob hier jemand zuseht, der Jesus noch nicht kennt, der vielleicht noch nicht an Gott glaubt oder der Jesus noch nicht eingeladen hat in sein Leben. Und vielleicht ist hier jemand, der sich nach diesem Frieden, nach dieser Geborgenheit, nach dieser Liebe sehnt, die eben nur Gott geben kann. Und ich möchte dich einladen, ermutigen, hey, komm vor diesen Gott und sprich ihm zu, dass er zu dir sprechen darf. Lad ihn ein in dein Leben. Und sprich nicht einfach irgendwelche christlichen Floskeln, die sich religiös gut anhören, sondern sag Gott, was auf deinem Herzen ist. Sag Gott, was dich bewegt, was dich bekümmert, was dich freut. Und sag Gott, dass er in dein Leben hineinkommen darf. Dazu möchte ich ermutigen. Wir werden jetzt gleich ein Lied spielen, das heißt Vor dir. Und da geht es darum, dass wir wirklich vor Gott kommen, dass wir unsere Masken fallen lassen, dass wir unsere Schutzmauern wegmachen, dass wir einfach ganz echt und authentisch vor Gott kommen und dass wir vor ihm einfach diesen Frieden, dass wir uns vor ihm mit diesem Frieden erfüllen lassen wollen. Und da werden wir jetzt gleich reingehen in dieses Lied und ich möchte zum Abschluss noch beten und ich möchte dich einladen, einfach mitzubeten. Vater, ich danke dir für diesen heutigen Tag. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der ein Interesse an uns hat. Dass du kein unpersönlicher Gott bist, sondern dass du uns begegnen möchtest, dass du uns liebst, dass du zu uns sprechen möchtest. Und Vater, wir wollen uns ausstrecken nach deiner Gegenwart. Wir wollen uns ausstrecken nach Begegnung mit dir. Und Vater, ich will den heutigen Tag und die nächsten Wochen in deine Hände legen. Vater, wir wollen dich einladen, dass wir immer wieder uns Zeiten suchen in unserem Alltag, in unserer Woche, in denen wir einfach still werden vor dir. Zeiten, in denen wir einfach ganz echt und authentisch vor dich kommen. Zeiten, in denen wir uns einfach nach deinem Frieden, nach deiner Liebe, nach deiner Geborgenheit ausstrecken. Und Vater, wir danken dir, dass du uns begegnen möchtest. Und Vater, wir danken dir, dass du uns liebst. Jesus, danke, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du diesen Weg geschaffen hast, dass wir dir begegnen können. Amen.